Ja, guten Tag zusammen. Hallo und herzlichen Dank, dass Sie heute wieder bei uns sind. Ich darf Sie begrüßen zu unserem Webcast Whistleblowing, Fluch oder Segen. Wir sind heute hier in der Vertiefungsveranstaltung, Fortsetzung zur letzten Woche. Wir freuen uns, wenn Sie letzte Woche schon dabei sind, gewesen sind und heute wieder mit uns vertiefen wollen. Wir freuen uns aber auch über alle, die sich heute neu zugeschaltet haben. Bevor wir loslegen, darf ich noch ein paar organisatorische Dinge loswerden. Zuerst, ganz wichtig, möchte ich Sie darüber informieren, dass dieser Webcast aufgezeichnet wird, damit das später nachgehört werden kann. Wenn Sie nicht einverstanden sind damit, müssen Sie nicht sprechen. Sie können Fragen auch anders stellen, da komme ich gleich dazu. Oder Sie können natürlich sich auch wieder ausschalten, wenn es Ihnen nicht recht ist. Apropos nicht sprechen, wir haben hier die Chat-Funktion aktiviert. Das heißt, jeder, der Fragen oder Anmerkungen hat oder mit uns diskutieren möchte, kann das während unserer Vorträge schon machen, indem er die Chat-Funktion nutzt. Wir werden ein Auge drauf halten und werden da im Anschluss versuchen, alle Fragen und Anmerkungen zu berücksichtigen. Und wenn wir fertig sind, werden wir auch die Mikrofone öffnen. Das heißt, Sie können dann auch mit uns diskutieren und Ihre Fragen stellen. Das war auch schon der organisatorische Teil. Jetzt ganz kurz zu uns. Ich darf loslegen. Mein Name ist Ina Fiedler. Ich bin Partner im Bereich Forensik in Düsseldorf von Haus aus Juristin und wir machen interne Untersuchungen und insoweit ist bei uns auch ein eigenes Whistleblower-System angesiedelt. Wir helfen unseren Mandanten dabei, Whistleblower-Systeme zu implementieren und beraten, auch bei der Bearbeitung von Fällen. Und damit will ich auch direkt schließen und an meine Mitreferenten Christina Sontheim-Leven und Dr. Thomas Altenbach übergeben. Christina, zu dir bitte, ich mute mich. Vielen Dank, Sina. Ja, auch ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von mir. Mein Name ist Christina Sontheim-Leven. Ich bin ebenfalls Rechtsanwältin, habe viele, viele Jahre als Inhouse-Anwältin gearbeitet, bin also heute hier, um auch so ein bisschen die Stimme aus der Praxis zu sein, gerade wenn es um die tatsächliche Umsetzung von Hinweisgebersystemen im Unternehmen geht. Und außerdem habe ich das große Vergnügen, dass ich im Advisory Board von Legaltegrity sitze. Thomas, damit gebe ich gerne an dich. Vielen Dank, Christina, vielen Dank, Sina. Ich freue mich, mit euch gemeinsam heute wieder dieses Webinar zu machen. Ich bin der dritte Jurist hier im Bund und sozusagen dann auch noch auf der einen Seite Inhouse-Jurist viele Jahre gewesen und inzwischen Berater als Anwalt. Und dazu in der Tätigkeit haben wir dann irgendwann auch die Idee zu Legaltegrity gehabt. Das ist auch ein Hinweisgebersystem und insofern freue ich mich, wenn wir jetzt in die Präsentation starten und dann legen wir da auch entsprechend los. Ich muss dazu ja auch jetzt bei Zoom natürlich erst noch auf den Bearbeitungsbutton gehen und jetzt Vollbild und ich hoffe, alle sehen dann jetzt den entsprechenden Screen und jetzt ist dann auch das Ende des Tunnels erkennbar. Heute wollen wir neben einer kurzen Einführung aufsetzend auf dem, was wir letzte Woche etwas ausführlicher gemacht haben, kurz nochmal auf die Rechtslage gehen, dann sehr ausführlich auf die Chancen und Risiken anonymer Meldesysteme im betrieblichen Alltag eingehen und dann natürlich auch mit dem Output aus solch einem Meldesystem den Hinweisen, was macht man damit, wie bearbeitet man die, dann auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Hinweisgebersysteme helfen, Skandale in Unternehmen zu vermeiden. Wir haben in Großunternehmen wie Wirecard, mittelständischen großen Unternehmen wie Tönnies,
solche Skandale in der Vergangenheit erlebt. Es geht aber auch auf kleine Mittelständler bis hin zu Apotheken hinunter. Und insofern sollte man nie sagen, das passiert nur den anderen, sondern das kann einem auch selbst passieren. Thomas, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, du müsstest nochmal bitte in Präsentationsmodus dahin wechseln, dass man nicht auch bereits die nächste Folie sieht. Ich glaube, das ist für unsere Zuschauer auch angenehmer, weil dann die Hauptfolie etwas größer wird. Ist das so? Nein, das sind die Untertitel. Das ist ein guter... Dann muss ich einmal dann das komplett nochmal stoppen und dann schiebe ich das. Das sind dann die kleinen Überraschungen, die man nicht erwartet hatte. Jetzt ist aber auch wieder der gleiche Bildschirm wie vorher. Bitte einmal den Reiter daneben, der müsste es sein. Anzeigen ist das. Einmal auf Escape und nochmal in PowerPoint. Kommt immer wieder der gleiche. Kannst du das vielleicht über die Anzeigeeinstellungen oben in der Mitte machen? Eben als du auf Präsentationsmodus gegangen bist? Ich versuche es mal so, das könnte jetzt funktionieren, weil auf dem Bildschirm hatte es es eben geteilt. Ja. So? Sehr gut. Gut. Vielen Dank. Sprechen wir über digitale Lösungen und hängen schon bei Zoom fest. Wir gehen sozusagen sofort dann auch schon in die nächste technische Lösung. Wir würden gerne von Ihnen wissen, und da wäre unsere Bitte, dass Sie auf Ihrem Rechner zu Hause oder im Büro www.menti.com und diesen 8-stelligen Nummercode eingeben und doch dann uns mitteilen, was fällt Ihnen bei dem Thema Whistleblowing ein? Womit ist der Begriff für Sie besetzt? Was assoziieren Sie damit? Und dann würde ich nämlich jetzt meine Bildschirmteilung löschen oder stoppen und wir zeigen Ihnen dann jetzt die entsprechende Menti-Wortwolke, wo dann das erste Wort Korruption schon auftaucht. Das sind ja sehr unterschiedliche Begriffe, die man häufig hört, dass Menschen, die sich mit Thema Hinweisgebersystemen überhaupt nicht auseinandergesetzt haben in der Vergangenheit, von Denunzianten ausgehen, dass also etwas verraten wird, was eigentlich nicht verraten werden sollte. Direkt darunter steht für mich sozusagen das Gegenstück in der Bewertung, der engagierte Mitarbeiter, das sind diejenigen, die wollen, dass entweder ihr eigener Arbeitsplatz gesichert wird, dass Kollegen geschützt werden, dass das Unternehmen geschützt werden. Es ist natürlich dann, wenn eine Meldung über ein Fehlverhalten kommt, häufig dann eben auch der Start für eine interne Investigation. Christina, was sind für Begriffe, die dir besonders Ideen geben, was bei dir irgendwas auslöst? Naja, also schon auch genau dieses Spannungsfeld aus. Ich habe da gerade gesehen, Idiot und Nestbeschmutzer, so die emotionale Seite, aber eben auch der Hinweis auf die prominenten Fälle, die gezeigt haben, warum es
gut gewesen wäre, wenn Unternehmen frühzeitig Bescheid gewusst hätten. Ja, und das sehen wir immer wieder in Gesprächen, dass es sehr diametral und häufig eben auch emotional besetzte Positionen gibt, die auch sehr gut nachvollziehbar sind im Sinne von, sind das keine Stasi-Methoden, wenn man jahrzehntelang unter diesem Druck gelebt hat, da dann jetzt auf einmal nicht mehr Neighbor-Watch, sondern Kollegen-Watch zu haben. Das muss man erstmal auch mit dem Gedanken umgehen, was bedeutet das eigentlich für unsere Kultur im Unternehmen? Jetzt ist bei mir die Wolke leider nicht mehr zu sehen, deswegen so schnell konnte ich mir den Rest nicht merken. Ja, wir können ja weitergehen. Wir gehen dann jetzt weiter, indem wir jetzt wieder die PowerPoint zeigen und gehen kurz nochmal auf die Gesetzeslage heute und morgen ein. Die meisten werden es gehört haben, gelesen haben. Die EU-Richtlinie ist bis zum Hinweisgeberschutz ist bis Dezember 2021 in den 27 Staaten der EU umzusetzen. Und damit bedeutet das dann auch, dass die Unternehmen entsprechende Hinweisgebersysteme dann auch in den Unternehmen einführen müssen. Was heißt das jetzt für kleine und mittelständische Unternehmen? Grundsätzlich sieht die Richtlinie vor, dass die verpflichtend ist für alle Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern. Die Unternehmen müssen die Möglichkeit schaffen, anonyme und offene Meldungen abzugeben und schriftlich und mündlich. Es muss im Unternehmen ein sicherer Kommunikationskanal geschaffen werden und das Ganze natürlich auch DSGVO-konform. Inwiefern Verstöße der Unternehmen, es einzuführen oder nicht einzuführen, dann auch zu Bußgeldern führen, ist offen. Da gibt es auch in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Regelungen. Der deutsche Entwurf zu einem solchen Gesetz, der von der jetzigen Regierung und dem jetzigen Parlament nicht mehr vor der Sommerpause umgesetzt worden ist, sah zum Beispiel überhaupt keine Sanktion bei Nichteinführung vor. Was aber bedeutet, wenn man kein System hat oder eine mangelhafte Lösung, dann können die Mitarbeiter direkt extern gehen, das heißt zu Behörden und im nächsten Schritt dann auch in die Medien, in die Öffentlichkeit. Und das ist etwas, was man als Unternehmen überlegen muss, ob man das wirklich will, dass diese Themen des Unternehmens aus dem Unternehmen rausgehen. Und jetzt dann auch wirklich direkt in die Chancen und Risiken von anonymen Meldesystemen im betrieblichen Alltag. Was heißt das denn für die Unternehmen jetzt? Wir wollen Ihnen wirklich in den nächsten 20 Minuten, 25 Minuten Bytes geben auch für die praktische Umsetzung im Unternehmen mit diesen Lifehacks. Man hat als mittelständisches Unternehmen ja eine Vielzahl von Herausforderungen, mit denen man umgehen muss. Und da kommt dann jetzt noch solch eine neue Herausforderung aus Brüssel und Straßburg dazu. Wir haben alle die Einführung der DSGVO erlebt und die meisten Unternehmen waren überhaupt nicht schlecht oder sehr spät darauf vorbereitet. Und insofern ist das eben auch ein Lessons learned, das frühzeitig anzugehen. Deswegen die Frage an Sie, jetzt zweites Mal wieder über Menti, gleiche Kontaktdaten. Haben Sie schon ein Hinweisgebersystem im Unternehmen, das den Anforderungen der EU entspricht? Diese Angaben sind natürlich anonym. Wir können es nicht nachverfolgen, würden aber gerne einmal sehen,
wie viele Unternehmen schon etwas haben oder noch nichts haben. Ich werde dann jetzt auch den Bildschirm erstmal wieder freigeben und wir gehen dann wieder auf die Ansicht in Menti. Also es sieht ja so aus, als wären doch zwei Drittel der Meldenden hier bei diesem Menti-Programm, nicht Hinweisgebersystem, die schon ein System haben und dann auch sind wir jetzt sogar bei ein Drittel, zwei Drittel. Und jetzt war noch die spannende Frage, ob das System, was vielleicht vor einiger Zeit eingeführt worden ist, dann tatsächlich auch dem entsprechen wird und das erfüllen wird, was die Richtlinie an der Stelle und dann später auch die Umsetzung in Deutschland fordern wird. Ja, das ist absolut richtig, weil das System mit einem Briefkasten beim Betriebsrat oder wo auch immer er dann hängen mag, ob der dem entspricht, das werden wir auch gleich nochmal näher beleuchten. Aber sehr schön. Das ist ein ziemlich deutliches Ergebnis, dass viele schon mindestens mal begonnen haben, ihre Hausaufgaben zu machen oder sie auch schon vollendet haben. Toll. Ja. Dann erneut es gibt natürlich bewährte Hinweisgeberlösungen und unterschiedliche Optionen, wie das sein kann. Der Briefkasten. Ja, ich fange vielleicht einfach mal an. Gerne. Du hast es gerade schon erwähnt, in manchen Unternehmen gibt es zumindest das schon mal als Minimallösung. Also einfach und schnell aufgestellt, meistens irgendwo auch beim Betriebsrat angehängt. Das Problem hier ist einfach, Anonymität ist so gut wie gar nicht gewährleistet. Es sei denn, es schleicht sich irgendwie einer nachts hin und schmeißt da was ein. Ja, aber ansonsten ist das wirklich schwierig, mal abgesehen davon, dass es auch unheimlich schwierig ist, über ein solches System dann mit einem Hinweisgeber in einen Dialog zu kommen. Denn der wird in den seltensten Fällen, so zumindest meine Erfahrung, da den Brief auch mit seinem Klarnamen unterschreiben, gerade wenn es sich um delikate Informationen handelt. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, in Zeiten, wo in manchen Betrieben 95-98% der Mitarbeiter im Homeoffice saßen, war ein solcher Briefkasten auch nur schwer erreichbar, wurde vielleicht auch gar nicht kontrolliert, muss man auch mal so sagen. Sprich, also ein manueller Prozess, der nicht mehr wirklich, ehrlich gesagt, in die moderne digitale Zeit passt. Moderner ist dann E-Mail-Postfach und eine telefonische Hotline. Natürlich auch auf der einen Seite einfach und schnell für Unternehmen umzusetzen. Das Problem hier ist dann einmal der Schutz der Daten der beteiligten Personen, zum einen des Meldenden, zum anderen eben auch, ich nenne es mal den Betroffenen, derjenige, der einer Regelverletzung behauptet wird. Dazu das Thema Vertraulichkeit. Es haben extrem viele Personen Zugriff auf E-Mail-Postfächer etc. Und dann sind wir dann auch bei dem Problem Zugangsberechtigung. Und beim Telefon, das haben viele Forschungen gezeigt, ist die Hemmschwelle einfach relativ groß, jemand im Unternehmen oder auch einem externen wirklich dann etwas zu melden, was einen persönlich emotional stark berührt und belastet. Insofern deutlich besser und moderner als der Briefkasten, aber auch noch keine optimale Lösung. Ja, dann Ombudsmann habe ich auch schon, und als es noch wenig bis keine digitalen Lösungen gab, vielfach eingeführt. Ist eine externe
Persönlichkeit, die auch unabhängig ist. Das ist schon toll, weil die Mitarbeiter sicherlich, gerade wenn man denen auch im Unternehmen vorstellt, merken, das ist keiner, der in die Unternehmensstrukturen eingebunden ist. Da ist sicherlich die Hemmschwelle geringer, sich an so jemanden auch mal zu wenden, gerade wenn vielleicht im direkten Umfeld etwas passiert ist. Heißt, da ist mehr Vertrauen. Das Ganze ist in einer externen Verantwortung. Hat natürlich aber auch, wir haben es auf die Folien geschrieben, durchaus gewisse Kapazitätsgrenzen. Ist auch von der Kostenseite sicherlich nochmal was anderes. Und muss natürlich ideal dann auch wirklich in die internen Prozesse eingebunden werden. Das heißt, man hat da auch immer nochmal den Bruch, wenn bei dem was gemeldet wird, dann muss der das aufschreiben, dann muss der erst ins Unternehmen melden, dann gibt es eine Rückfrage, die geht wieder zu ihm. Also es ist immer so ein bisschen Kommunikation ums Eck, die man da hat. Und auch da hat man in gewissen Fällen da die eingeschränkte Anonymität, wie das eben auch bei einer anderen telefonischen Lösung der Fall ist. Ja, und dazu kommt, hat es mir ein Ombudsmann gesagt, wenn ich den Wirtschaftsführer XY in der Presse bekannt vertrete, dann ruft mich eben kein Mitarbeiter der Stadtwerke an, weil er irgendetwas gesehen hat, was bei denen im Betrieb schiefgelaufen ist. Weil der Herr Doktor, der wird dafür nicht angerufen. Also das ist wirklich eben etwas, was ich vor zwei, drei Wochen von einem Ombudsmann gehört hat und deswegen auch wenig Meldungen bekam. Dann ist denkbar, dass man eine individuelle IT-Lösung im Unternehmen entwickelt. Die ist dann eben individuell. Die eigenen IT-Leute haben es entwickelt, wissen, wie es funktioniert. Dabei wird es häufig übersehen, dass solche Systeme doch auch eine technische Komplexität haben, die nicht zu unterschätzen ist. Es ist eine entsprechende Vorbereitungszeit und finanzieller Aufwand notwendig dafür. Und die eigene IT ist eingebunden, die eigenen IT-Kollegen haben dann Zugriff auf das System. Und das sind ja auch die immer, die wissen, wo es noch einen Zugang durch die Hintertür gibt, um da auch Sachen fixen zu können. Insofern auch da wieder das Thema Anonymität, Vertraulichkeit nicht optimal gewährleistet. Und wenn ich mal sagen darf, ich fand es immer suboptimal auch deswegen, weil die IT ist sowieso immer ein Bottleneck. Ja? Die haben immer zu viel zu tun. Man muss mit Tickets warten, bis man dran ist, wenn man besondere Wünsche hat, wenn man Anfragen hat. Die IT muss von sich aus dahinterher sein, so ein System state of the art zu halten. Auch das schafft sie meistens neben den normalen Aufgaben her nicht. Das funktioniert vielleicht in großen Konzernen wie in SAP, aber wir denken ja hier für den Mittelstand. Insofern glaube ich, ist das einfach nicht die kosteneffizienteste Lösung und auch nicht die nachhaltigste, so zumindest meine Erfahrung. Und dann gibt es eben digitale Systeme. Das würde ich an der Stelle wirklich immer bevorzugen. Es ist wirklich sehr sicher, gerade auch im Hinblick auf das Thema Anonymität. Wir haben gerade darüber geredet, warum es eben auch sehr viel effizienter ist, als wenn man sich eine eigene Lösung in-house programmiert. Man wird eben unabhängig vom internen Dienstleister und man ist vor allem auch unabhängig von der internen IT-Infrastruktur, wenn man es eben auch außerhalb des Hauses gehostet hat, was für mich nochmal ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt aus IT-Sicherheit, aber auch aus Datenschutzgründen ist. Du hast das Thema digitale Prozesse, das heißt, du hast die Nachverfolgbarkeit. Du kannst es wirklich sehr effizient verwalten. Du kannst es hinterher eben auch dokumentieren, was an Dialog wann reingekommen ist. Du kannst natürlich auch in so einem System Meldungen für Statistiken auswerten, gerade auch, wenn es darum geht, das Management informiert zu halten. Man kann mit dem Hinweisgeber extrem gut in einen Dialog treten, ohne dass der sich in irgendeiner Hinsicht komisch fühlen muss, weil der sich komplett anonym über sowas anmelden kann. Und er hat hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel Anhänge oder irgendwelche Belege noch mit anzuhängen, die er einem zeigen möchte und die seinen Hinweis bestätigen. Und insofern glaube ich, ist eine solche Plattform, zumindest was State of the Art und Bedienerfreundlichkeit und gleichzeitig aber auch eine niedrige Zutrittsschwelle ist, eine ziemlich ideale Lösung.
Ja, wenn wir vielleicht mal so in die Praxis reingehen. Wir haben ja letztes Mal schon angefangen, darüber zu sprechen, dass eben gerade auch in Corona-Zeiten dieses ganze Thema Hinweisgebersystem nochmal einen neuen Twist bekommen hat, einfach dadurch, dass diese Sicht, die man vorher auf die Mitarbeiter hatte, einfach weil man sie jeden Tag gesehen hat, weil man vorbeigegangen ist, man ist durch die Produktionshalle gegangen, man hat mal dem einen oder anderen über die Schulter geschaut oder man hat ein Schwätzchen gehalten und hat da Dinge erfahren, dass das gerade in den letzten anderthalb Jahren natürlich durch die Situation abgenommen hat. Und dass es deswegen so wichtig ist, wenn man weiter ein Interesse daran hat, zu erfahren, was läuft im Unternehmen vielleicht nicht so gut, es wichtig ist, sich hier mit dem Thema Hinweisgebersystem auseinanderzusetzen. Wir haben ein paar Folien vorher darüber geredet, dass noch nicht ganz klar ist, wird wirklich jetzt ähnlich wie bei der DSGVO irgendeine monetäre Sanktion kommen oder nicht. Wir haben darüber geredet, dass eigentlich es schon Sanktion genug ist, wenn die Hinweisgeber mit einer wirklich fürs Unternehmen prekären Information an die Öffentlichkeit gehen können. Ich sehe es immer lieber aus der positiven Warte. Ja, also ich glaube, gerade der Mittelstand braucht keine Sanktionen, wenn er erkennt, was für einen Vorteil er hat, wenn er seinen Mitarbeitern hier an der Stelle zuhört. Ja? Und ich glaube, es ist eine Binsenweisheit, was da als erstes steht, dass es dafür einen entsprechenden Tone from the top braucht. Ja? Dass also das Top-Management wirklich auch dahinter steht, sagt, ich will wissen, was bei uns los ist. Ich will unseren Mitarbeitern zuhören. Wir haben hier eine offene Kommunikationskultur. Und Hinweisgeber dürfen sich in unserem Unternehmen absolut sicher sein, dass das Melden von Missständen erwünscht ist und müssen keine Angst haben, dass irgendwelche Repressalien daraus folgen. Ja, und wenn man dadurch zu einer ganz neuen Transparenz im Unternehmen kommt, dann glaube ich, ist man davor gewappnet, dass einem sowas passiert wie bei Wilke. Das bedeutet aber auch, dass man dieses ganze Thema Hinweis geben sehr positiv auch schon als Management besetzen muss. Und wir hatten es eben in unserer Wortwolke, was dem einen oder anderen doch dazu einfällt, ne, der Idiot und die Petze und der Nestbeschmutzer, ja. Davon müssen wir uns jetzt wirklich lösen und das ist aber auch Aufgabe eben derjenigen, die die Entscheider und die Meinungsführer im Unternehmen sind, dafür zu sorgen, dass diese Kultur auch so gelebt wird. Ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt und mir hat mal jemand gesagt, wenn der Hinweis von einem Freund von mir abends kommt, nehme ich den gerne auf. Wenn der vom Mitarbeiter kam in der Vergangenheit, bin ich bei den Verpetzen. Und das ist etwas, was man einfach für sich mal immer hinterfragen muss, ist das wirklich der Unterschied? Weil wir arbeiten doch im Unternehmen alle in eine Richtung, sollte man zumindest. Und dann ist das eben auch mit der positiven Besetzen auch aus dem Aspekt wichtig. Wenn ein Unternehmen sich entscheidet, wir setzen uns jetzt zusammen, um ein Hinweisgebersystem einzuführen, dann sind natürlich auch verschiedene Stakeholder wichtig. Natürlich die Geschäftsleitung, das Management, der Betriebsrat, die Personalabteilung, in aller Regel IT, egal welche Lösung digitaler Natur man umsetzt. Es geht um sehr sensible Daten des Unternehmens, insofern auch natürlich der Datenschutzbeauftragte eingebunden. Damit die Kommunikation im Unternehmen klappt, sind die Mitarbeiter einzubinden. Im Unternehmen muss man entscheiden, will man sofort auch Lieferanten und Kunden als Hinweisgebende mit aufnehmen. Wie geht man dann in die Kommunikation aus einer Vielzahl von Aspekten, die hier zu berücksichtigen sind. Vielleicht auch da, in der letzten Woche kam die Frage, sollen wir das wirklich auch für die Lieferanten, für Externe öffnen? Und wir haben das in der letzten Woche mit einem sehr eindeutigen Ja beantwortet. Jeder Hinweis, den Sie kriegen zu Dingen, die in Ihrem Unternehmen nicht compliant laufen, sollte Ihnen wertvoll sein, entweder weil Sie selber der Verantwortliche sind oder weil Sie in einer Rolle verantwortlich sind, Ihr Management vor Compliance-Verstößen zu schützen. Ja, für das Thema Kanäle. Egal, wir haben ja über die verschiedenen Kanäle geredet, aber egal für welchen man sich jetzt entscheidet und in welcher Reihenfolge, ist es ganz wichtig, sich vorher auch ein paar strukturelle Gedanken zu machen, nämlich zum einen,
Wer soll denn überhaupt Hinweise hier in ein solches System geben können? Haben wir eben schon drüber gesprochen, nur intern oder auch extern. In welchen Sprachen brauche ich ein solches System? Bin ich ein Unternehmen, was eben nicht nur in Deutschland unterwegs ist? Ja? Dann sollte ich dafür sorgen, dass die Menschen, die mit mir in Kontakt treten wollen, das auch in ihrer Muttersprache tun können. Soll das System anonyme Meldungen ermöglichen? Hier, ich denke, Sie werden es schon herausgehört haben, die ganz klare Empfehlung unsererseits, ja, machen Sie das. Es ist wirklich aus der Vielzahl von Unternehmen, die ein solches System schon implementiert haben, ist wirklich die deutliche Rückmeldung, dass mit einer gewährleisteten Anonymität eben auch die Zahl der Hinweise und auch die Qualität der Hinweise steigt. Wie verfügbar soll ein solches System sein? Wir hatten es eben von dem berühmten Briefkasten. Ja gut, wenn die Firma zu ist und man kommt an den Briefkasten nicht dran, dann ist das sicherlich eine eingeschränkte Verfügbarkeit. Auch das spricht für ein digitales System, was 24/7 erreichbar ist. Als letzter Punkt steht noch Verpflichtungen aus dem Lieferkettengesetz gleich mit abbilden. Sie wissen, auch das steht vor der Tür. Wir haben es beim letzten Mal etwas ausführlicher behandelt, ist auch noch mal im Video nachzusehen. Und auch dieses sieht vor, dass für diese Verpflichtung ein Tool vorhanden sein muss, mit dem Verstöße gegen die Verpflichtung aus dem Lieferkettengesetz gemeldet werden können. Das heißt, es bietet sich ehrlich gesagt an, hier gleich Two-in-One zu machen, einfach aus Effizienzgründen. Dazu braucht man natürlich dann auch die Überlegung, wie ist dann die IT-Struktur und wie stelle ich dann auch den Datenschutz sicher. Wichtig ist hier, solch ein System wird in aller Regel nicht für ein oder zwei Jahre eingeführt, sondern das ist eine, ich sag mal, Investition in die Zukunft, weil sie nicht dann im laufenden Betrieb regelmäßig das System wechseln. Insofern wichtig ist da, dass der Automatisierungsgrad so hoch ist wie nur irgendwie möglich, um damit dann auch das Thema IT-Sicherheit auch mit abzudecken, dass Sie da eben auch die entsprechenden Überlegungen treffen, wenn da möglicherweise das Geheimnis der Geheimnisse unseres Unternehmens drin ist, ist das dann auch entsprechend geschützt? Kann ich da noch gut schlafen, wenn es an dieser Stelle zum Beispiel im Briefkasten liegt? Dazu immer das Spannungsfeld, ach, jetzt brauchen wir wieder ein neues System, wie passt das zu den Schnittstellen unserer bestehenden Systeme? Auch da zu sehen, dass da nicht durch neue Schnittstellen zusätzliche Schlupflöcher und Schwächen im IT-System auftauchen. Dazu sowohl aus Compliance-Sicht als auch aus datenschutzrechtlicher Sicht erforderlich, dass entsprechende Dokumentation hinterlegt ist. Und der Vorteil, dass solch ein System vielleicht auch außerhalb der normalen IT-Struktur gehostet wird, ist dann eben auch der zusätzliche Sicherheitsaspekt, dass dann auch im System, im Unternehmen die Zahl der auf das System Zugriffsberechtigten entsprechend klein gehalten werden kann, dass wirklich bei solchen Themen, die in solchen Hinweisgebersystem reinkommen, dass da wirklich das Need-to-Know-Prinzip sehr, sehr eng gesehen wird. Das vielleicht zu dem Aspekt. Wenn ich da noch zwei Sätze ergänzen darf. Also die IT ist wirklich einer der wichtigsten Stakeholder bei der Einführung eines Hinweisgebersystems. Nicht falsch verstehen, die müssen schon auch mithelfen, das an Bord zu bringen in der Kommunikation. Die werden sie sicherlich löchern, ob das auch wirklich den höchsten IT-Security-Anforderungen genügt, das System, das sie sich ausgesucht haben. Und das fragen die auch zu Recht. Umgekehrt werden Sie hoffentlich auch mit Ihnen ein scharfes Auge darauf haben, dass das System, was Sie sich aussuchen, den Anforderungen an relevante Dokumentation und auch Nachweise dann im Ernstfall genügt. Sie werden Sie hoffentlich auch eben bei dem wichtigen ersten Punkt Automatisierung unterstützen, denn Sie glauben nicht, in wie vielen Unternehmen noch wirklich mit lustig geteilten Excel-Tabellen oder irgendwelchen Word-Tabellen gearbeitet wird für solche Dinge.
das ist jetzt wirklich die Zeit, das umzustellen auf eine zumindest mal halbautomatisierte Lösung. Allein schon auch da wieder aus Effizienzgründen. Prozesse sollen zur Effizienzsteigerung und nicht zum Gegenteil führen. Insofern auch hier absolut wichtig, von Beginn an Verantwortliche klar auszuwählen und zu definieren. Christina und ich haben die Compliance-Silos im Unternehmen, zumindest ich habe sie erfahren und versucht aufzubrechen. Und das ist eben wichtig, dass cross-funktional dann solche Themen auch bearbeitet werden und nicht irgendwo jemand vor sich hin werkelt. Naja, und vor allem, dass das auch wieder ganz klar definiert ist, wer ist für was verantwortlich. Denn das Witzige an Silos ist ja, du hast ja irgendwann, ne, dann brauchst du hierfür eine Lösung und hierfür eine Lösung. Und dann gibt es Themen, die würden vielleicht in zwei von diesen Lösungen passen. Und am Ende des Tages fühlt sich keiner verantwortlich, statt dass sich beide verantwortlich fühlen. Das ist also sozusagen der Worst Case von allem. Und auch das wieder jetzt mal aus Management-Sicht betrachtet, macht es für ein Management auch unheimlich schwierig, den Überblick zu behalten. Genügen wir noch den Anforderungen überhaupt? Haben wir hier wirklich noch den Überblick über das, was bei uns über die verschiedenen Kanäle reingeht und auch denen ein einheitliches Reporting zur Verfügung zu stellen? Insofern, ja, aus meiner Sicht ein wirklich extrem wichtiger Punkt, dass man die Einführung von einem solchen System auch mal nutzt, um kritisch auf das Vorhandene zu gucken und zu gucken, wie passen die Verantwortlichkeiten, wo kann ich vielleicht auch was zusammenlegen. Auch im Übrigen für das Thema Regionen, wenn man eben international unterwegs ist, da drauf zu schauen. Ich sehe auf der einen Seite, dass wir schon viele Wortmeldungen haben und noch einige Folien vor uns haben, deswegen lege ich mal mit ein bisschen mehr Tempo vor. Wichtig ist natürlich dann eben auch vornherein sicherzustellen, dass der Dialog mit dem Hinweisgeber aktiv gepflegt wird, dass der proaktiv nach der Meldung eben dann auch mit weiter eingebunden wird und dazu dann über interne Richtlinien oder Betriebsvereinbarungen braucht man dazu externe rechtliche Hilfe, dann die Punkte auch definiert werden, die wir hier beschrieben haben mit den Zugriffsrechten, Eskalationsstufen im Prozess der Bearbeitung des Hinweises und vorher eben auch festlegen, will ich auch Verstöße gegen interne Regeln gemeldet haben oder nur harte Gesetzesverstöße? Brauche ich für mein Unternehmen besondere Meldekategorien, weil Hygiene zum Beispiel besonders wichtig ist oder Arbeitsschutz? Ja, übrigens auch hier vielleicht noch an so Themen denken wie Vier-Augen-Prinzip. Ja, will ich für bestimmte Kategorien, dass auf jeden Fall immer sich zwei Menschen mit einem Thema beschäftigen. Dann mach, Christina, wenn du noch hier mal kurz durch diesen Prozess durchführst. Ja, gerne. Also auch da wirklich nur ganz schnell. Wie funktioniert ein klassischer Hinweisprozess? Jemand entscheidet sich, einen Hinweis zu geben und dann sieht die Richtlinie vor, dass innerhalb von 7 Tagen er zumindest mal eine Eingangsbestätigung erhalten soll, damit er nicht das Gefühl hat, er kommuniziert hier in ein schwarzes Loch. Den Unternehmen gesteht man dann zu, dass sie sorgfältig recherchieren können, dass sie in den Dialog mit dem Hinweisgeber treten können. Es wird aber auf jeden Fall erwartet, dass dann innerhalb von 3 Monaten eine Information dazu erfolgt, wie es jetzt weitergeht oder eben auch dazu, dass das Thema jetzt abgeschlossen worden ist. Wir haben außerdem auch mehrfach schon darauf hingewiesen, dass die Zeit für die Umsetzung durchaus tickt, ja, denn selbst wenn wir noch kein Umsetzungsgesetz haben werden, so wird die Richtlinie doch Gültigkeit haben. Und selbst wenn Sie sagen, das ist mir egal, das kontrolliert keiner, dann bin ich wieder bei meinem vorigen Punkt. Ich hoffe, wir konnten Sie inzwischen schon mal davon überzeugen, dass es bereits heute Sinn macht, ein solches System einzuführen und auch davon zu profitieren. Wenn Sie das System eingeführt haben, müssen Sie dann auch die Mitarbeiter darüber informieren. Wir hatten schon gesagt,
diese Vorbehalte von Anschwärzen, verrate ich da was, was ich nicht verraten sollte, abbauen, klar kommunizieren. Wir wollen, dass solche Verstöße uns gemeldet werden und wir schätzen es und damit dann auch eben die Angst vor den Nachteilen zu nehmen. Und was ich total wichtig finde, ist, was als nächstes steht, eben auch über den Sinn und Zweck zu reden. Und dann die Angst vor Sanktionen nimmst du nur, wenn du ihnen erklärst, es geht eben hier nicht darum, die Nestbeschmutzer zu finden, sondern es ist im Interesse aller, dass wir Schaden von unserem gemeinsamen Unternehmen, für das wir hoffentlich alle gerne arbeiten, abwenden. Und so eine Kommunikation kann man durchaus mal auch wiederholen. In der Town Hall, in der Mitarbeiterzeitung, auf der Unternehmensintranet-Seite oder wenn es eigene Unternehmens-Social-Media-Kanäle gibt. Also wirklich online wie offline. Ja, tu Gutes und rede darüber. Das hat ja auch was mit nicht nur einem kulturellen Aspekt zu tun, sondern auch mit dem berühmten Employer Branding. Wie möchte ich mich meinen Mitarbeitern, aber auch künftigen Talenten gegenüber präsentieren? Und ich glaube, da kommt es unheimlich gut an, wenn man zeigt, dass man daran interessiert ist, ein integeres Unternehmen zu sein. Deswegen ist es auch so wichtig, beispielsweise das Thema gleich ins Onboarding zu integrieren. Das ist nämlich das Tolle an neuen Mitarbeitern. Die haben einen noch völlig unverbrauchten Blick. Während vielleicht alle anderen haben sich schon daran gewöhnt, dass bei dem Herrn X die Lieferanten immer noch mal eine Flasche Wein bezahlen müssen. Ja? Und der Neue, der wundert sich, wie das denn sein kann, wenn es mal nur die Flasche Wein ist. Deswegen ist es auch wichtig, dass Sie ein solches Hinweisgebersystem nicht nur gut kommunizieren, sondern dann auch so leicht auffindbar platzieren, dass es easy accessible ist. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Sie sich sowas anschaffen und dann sagen, ja gut, wir machen das eigentlich bloß, weil wir hier mit der Richtlinie konform gehen wollen und verstecken es auf der drittuntersten Seite im Menü. Ja. Ehrlich gesagt, dann können Sie sich's auch sparen. Und über das Thema Kommunikation an externe mögliche Hinweisgeber hatten wir schon gesprochen. Unsere Empfehlung ist ganz klar, kommunizieren Sie gerne auch auf Ihrer Unternehmenswebseite, dass Sie ein solches System haben und dass Sie sich freuen, wenn auch Externe, die Missstände in Ihrem Unternehmen sehen, Ihnen diese mitteilen. Lieber Ihnen als der Bild-Zeitung, würde ich mal sagen. Natürlich haben wir da auch ein Budgetthema. Das sind aber in aller Regel, die laufenden Kosten sind wirklich überschaubar. Da sind die Anbieter im Markt inzwischen auch so, dass das relativ niederschwellig ist. Ja, wenn Hinweise reinkommen, das ist sowohl zeitaufwendig und gegebenenfalls dann auch mit externen Kosten verbunden, wenn eine Untersuchung eines Fehlverhaltens nötig ist. Die Erfahrung zeigt, wenn ein solches Projekt intern implementiert werden soll, dass das bei einem relativ kleinen Team von 2 oder max 3 Leuten dann auch in 3 Tagen erledigt ist. Was Sie aber überlegen müssen, ist dann auch beim Weiteren, wenn Sie dann wirklich einen Hinweis haben, der eine stärkere Untersuchung und umfangreiche Untersuchung notwendig macht, dass sie dann auch für sich schon eine, wir haben es hier mal Interim Task Force genannt, dass die dann auch sofort schnell loslegen können und nicht erst sich noch finden und organisieren müssen. Denn wenn sie dann, ich sag mal, in einem Kleinkrisenmodus sind, dann ist es eben wichtig, auch schnell reagieren zu können. Vielleicht darf ich da noch einen Satz sagen, auch wieder aus Mittelstandssicht. Was man ja hasst, ist, wenn solche Dinge eingeführt werden und du musst dann dafür noch zusätzliche Stellen kreieren. Ich glaube, gerade so ein Hinweisgebersystem bietet es sich an, eben das total schlank aufzustellen, auch von den internen Ressourcen und genau hinzugucken, was will ich intern abbilden und wo lasse ich mir extern helfen bei der Implementierung, bei den Untersuchungen oder eben auch bei der Bearbeitung der Fälle und da im Zweifel vielleicht auch wirklich eher outzusourcen, gerade wenn die überschaubaren Kosten für das System selber hier sich im Rahmen halten. Das wäre zumindest mein Petitum an der Stelle. Das kann ich nur unterstreichen und würde dann ganz schnell rüber zu Sina weitergeben. Ja, danke schön. Ganz schnell werde auch ich mich halten, weil ich sehe, dass wir ganz viele interessante Fragen haben und ich würde gerne
zugunsten Ihrer Fragen meinen Vortragsteil so ein bisschen kürzen. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir ja in 2 Wochen, glaube ich, sind, also im Juli den 3. Teil haben, wo wir uns unseres Webcasts, wo wir uns nochmal ganz intensiv und detailliert mit dem Thema Bearbeiten von Hinweisen auseinandersetzen. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn ich mich jetzt hier beeile. Ich will Ihnen ganz kurz nur nochmal auf, sei es zum Anteasern, sei es dafür, dass wir alle nochmal gehört haben, worauf es ankommt aus unserer Sicht, will ich Ihnen noch einen kurzen Überblick geben. Natürlich reden alle ganz viel darüber, wie muss denn das Hinweisgebersystem aussehen. Wir dürfen aber, und das ist ganz wichtig ohne Frage, aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Hinweise, die eingehen, natürlich auch qualifiziert bearbeitet werden müssen, damit wir die Prozesse auch ordnungsgemäß zu Ende bringen und damit wir natürlich auch den Mehrwert des Hinweisgebersystems, nämlich dass wir potenzielle Gefahren, Missstände, Schwächen erkennen, ja, dass wir damit auch oder davon auch profitieren, weil wir nämlich uns das genau angucken. Und dem Ganzen müssen wir Rechnung tragen bei der Bearbeitung der Fälle. Ich habe hier so ein paar Schlagwörter einfach mal zusammengetragen. Natürlich, ich fange mal auf der rechten Seite oben an, Rechtssicherheit. Es ist immer ganz wichtig, dass man weiß, wenn ich mich jetzt sozusagen in die Maßnahmen begebe, ich bearbeite meine Hinweise, ich nehme Untersuchungsschritte vor, dass ich mir da rechtlich ganz sicher bin, was ich hier tue. Ich muss natürlich wissen, wenn ich jetzt an den Hinweis gehe, wenn ich mit den Informationen arbeite, wie trage ich der Maßgabe der Vertraulichkeit Rechnung, wie den Maßgaben des Datenschutzes. Natürlich muss ich auch wissen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen habe ich denn jetzt, wenn ich Untersuchungsmaßnahmen durchführen möchte zur Aufklärung von Hinweisen. Und natürlich muss ich auch wissen, wer in meinem Unternehmen muss denn hier eigentlich überhaupt Kenntnis davon erlangen und warum? Wer muss vielleicht sogar involviert werden in die Tatsache, dass ich jetzt hier so einen Hinweis habe, dem ich nachgehe? Jetzt gehe ich wieder auf die linke Seite zurück. Ich brauche ganz klare Zuständigkeiten. Das heißt, ich muss wissen und im Vorfeld mal festgelegt haben, wer kümmert sich hier um die Hinweise, die eingehen. Da haben meine Vorredner schon einiges dazu gesagt. Es ist also egal, ob es jemand Internes oder jemand Externes ist. Fakt ist, es muss klar sein, wer es macht. Und es muss jemand sein, der die entsprechende Stellung hat, der unabhängig genug ist, der nicht in einer Fachabteilung sitzt, die vielleicht selber betroffen ist. Was da in Frage kommt und wie das in Frage kommt, das können wir nochmal vertiefen. Das wissen Sie auch selber wahrscheinlich sogar am besten innerhalb Ihres Unternehmens. Es muss nur klar festgelegt sein. Wesentlich ist auch, und jetzt springe ich nochmal rüber, dass diejenigen Personen, die hier die Bearbeitung vornehmen, ausreichend qualifiziert sind. Das heißt, es hat wenig Sinn, wie man das manchmal in Compliance-Belangen kennt, dass sozusagen derjenige, der nicht schnell genug sozusagen im Büro verschwunden ist, ja, dass der jetzt eine Aufgabe fängt. Das ist kontraproduktiv. Sie müssen zumindest sicherstellen, und das übrigens verlangt auch die EU-Richtlinie, dass die Personen, die sich damit auseinandersetzen, Trainings unterlaufen und entsprechend fortgebildet werden, sich mit den Themen auseinandersetzen zu können. Und zu guter Letzt, wichtig ist auch, die Prozesse zu dokumentieren. Also sprich, kann ich im Nachhinein nachvollziehen, was ist denn hier passiert von dem Moment, wo mein Hinweis eingegangen ist, bis zum Abschluss dieses Falles. Dass ich zeigen kann, jawohl, ich bin allem, was ich hier auf dem Tisch hatte, nachgegangen. Ich habe es auch innerhalb der Fristen getan und ich kann auch im Nachhinein noch nachvollziehen, warum habe ich vielleicht einen Fall geschlossen und gesagt, dem Hinweis müssen wir jetzt gar nicht näher nachgehen, weil er ist nicht plausibel. Oder warum habe ich vielleicht aber auch bei der anderen Sache eine große Sonderuntersuchung gestartet? Das sind erstmal die Schlagworte dazu. Thomas, jetzt kannst du mal kurz noch auf die nächste Seite übergehen. Da würde ich ganz gerne, das mache ich kurz, da würde ich gerne nächste Woche nochmal vertiefend reingehen. Wie bearbeite ich denn im Einzelnen den Hinweis? Da bleibe ich jetzt einfach nochmal bei den 3 Überschriften. Erstens, der Hinweis geht ein, ich muss ihn erstmal plausibilisieren. Also ich gucke ihn mir erstmal an, kann das überhaupt sein? Stimmen denn hier anhand von den
erörterten, anhand des erörterten Sachverhalts, stimmt es überhaupt? Ja? Kann das überhaupt sein? Gibt es die handelnden Personen, gibt es die nicht? Jetzt bist du einmal schon doch zu schnell. Genau. Ich muss mich auch immer fragen, um Doppelarbeit zu vermeiden, kenne ich den Sachverhalt vielleicht? Oder kann ich den einer Sache zuordnen, die ich vielleicht vor einem Jahr schon mal bearbeitet habe? Finde ich hier Zusammenhänge? Oder habe ich vielleicht auch eine Eilbedürftigkeit, dass hier eine Gefahrenlage besteht? Dann entscheide ich mich darüber, wie gehe ich weiter damit um? Bearbeite ich das weiter? Muss ich eine Untersuchung einleiten? Oder kann ich auch sagen, ich lege das ad acta, das ist nicht interessant oder muss nicht weiterverfolgt werden? Und dann auch, wie schließe ich das Ganze ab? Wen informiere ich darüber? Und auch nicht zuletzt, wie informiere ich denn den Whistleblower darüber? Und jetzt gehen wir wirklich nur ganz kurz, die zeigen wir Ihnen nur die nächste Seite, weil ich gerne jetzt lieber zu den Fragen gehen möchte. Sie kriegen ja auch die Präsentation und ich hoffe, dass ich Ihr Interesse insoweit geweckt habe, als dass Sie sich auch nochmal einschalten in der nächsten Veranstaltung. Da haben wir nämlich nochmal zusammengetragen, die Do's und Don'ts im Umgang mit Hinweisen. Aber da würde ich zugunsten der Diskussion jetzt ganz gerne abkürzen und sagen, wir schauen uns jetzt lieber mal die vielen Fragen, die hier eingegangen sind, an und versuchen jetzt mal, die noch im Rahmen dieser Veranstaltung zu beantworten. Und eine Sache in dem Zusammenhang noch, wir bleiben Ihnen keine Frage schuldig. Das heißt, wenn jetzt Ihre Frage nicht vorgelesen und beantwortet wird, kriegen Sie hinterher eine Mail von uns, in der wir die Antwort schriftlich geben. Schauen wir mal in die Fragen. Nadine, hast du den Überblick behalten? Ja, es sind viele Fragen eingegangen. Genau, vielen Dank dafür. Erstmal vorweg, wie wir es gerade schon gesagt haben, das Ganze wird aufgezeichnet und auch für die letzte Woche haben wir aufgezeichnet. Sie finden das beides auf der Website, schicken wir auch gerne nochmal rum und die Präsentation schicken wir natürlich auch rum. Jetzt kommen wir gerne zu den Fragen. Ich habe zum einen die Frage, gibt es eine Übergangsfrist für die Umsetzung für Unternehmen zwischen 50 und 249 Mitarbeiter bis Ende 2023? Da kennt sich jemand gut aus. Ja, die gibt es. Abhängig aber bestimmte Unternehmen, die aus anderen Gesetzen Hinweisgebersysteme haben müssen, die müssen dann trotzdem Hinweisgeberlösungen einsetzen, die EU-richtlinienkonform sind. Das ist also sozusagen die Besonderheit dabei. Die Empfehlung ist, das Thema nicht auf die lange Bank schieben. Ganz ehrlich, also ja, selbst wenn Sie vielleicht noch ein Jahr oder zwei Zeit hätten, es geht hier wirklich nicht darum, sich vor irgendwelche Drohkulissen oder sag ich mal, sich von Fristen treiben zu lassen, sondern ich glaube, es geht wirklich darum zu erkennen, will ich als Unternehmen von so einem System auch wirklich profitieren. Und dann gibt es aus meiner Sicht auch keinen Grund, mit der Implementierung zu warten oder mit der Verbesserung der bestehenden Systeme, die ja viele von Ihnen auch schon haben. Es ist ja auch vielleicht noch ein Satz dazu von mir, aus meiner Erfahrung, wir implementieren das ja auch bei Mandanten. Es ist ja auch ein laufender Prozess. Ne? Ich kann so ein Hinweisgebersystem, was ich habe, ja auch immer optimieren. Nicht optimieren im Sinne von, was will das Gesetz von mir, sondern wie hat es sich denn bewährt? Ja? Wie kommuniziere ich denn? Wie wird es von den Mitarbeitern angenommen? Das heißt, wenn Sie es als dynamischen Prozess sehen, ist es ja schön, frühzeitig damit anzufangen, ohne dass ich vielleicht den Fristendruck habe, den gesetzlichen. Und in dem Moment, wo ich dann wirklich auf dem Prüfstand stehe mit meinem System, sagen kann, jetzt habe ich aber auch das schon so weit optimiert, dass ich mir auch an der Stelle sicher bin. Dann kommen wir gerne zur nächsten Frage. Können Sie einen sinnvollen Kriterienkatalog zur Auswahl einer Hinweisgeberplattform und individuellen Gewichtung empfehlen oder gar selber anbieten? Ja. Also wir können, da wir ja, das wird Sie jetzt wenig überraschen, also alle, die hier zu Ihnen sprechen, sind Anbieter von Hinweisgeberlösungen. Das heißt, die Kriterien, die aus unserer Sicht erfüllt werden müssen, die haben wir in unseren Systemen drin. Also insoweit die Antwort ist ja. Was können wir empfehlen? Also ich würde sagen, wichtig ist tatsächlich, und daran würde ich mich jetzt orientieren, was verlangt denn die EU-Hinweisgeberrichtlinie erstmal so als
Daten. Ne? Wenn ich mich daran orientiere, bin ich, glaube ich, auf der sicheren Seite, damit ich euch nicht zu viel Wort abschneide. Thomas, Christina, wollt ihr da vielleicht noch was Detaillierteres dazu sagen aus eurer Sicht? Ich würde es da an der Stelle simpel halten. Ich würde wirklich schauen, gibt es zertifizierte Systeme, die zertifiziert mir mit Brief und Siegel zeigen können, dass sie die Anforderungen nicht nur der Richtlinie erfüllen, sondern eben auch alle Anforderungen an Datenschutz, an IT-Security etc., ja, die Pen-Tests regelmäßig machen, damit auch sicher ist, dass so ein System nicht gehackt werden kann etc. Ich glaube, das ist ein ziemlich pragmatischer Weg, sich dem Thema zu nähern. Plus sollte ein System sein, was extrem intuitiv zu bedienen ist, denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn einer eigentlich einen Hinweis abgeben möchte und dann das irgendwie so umständlich ist, dass er dann nach 5 Minuten keine Lust mehr hat, da überhaupt was einzugeben. Wie arbeitet denn ein Hinweisgebersystem, wenn direkt die Geschäftsführung betroffen wäre durch einen Hinweis? Ich wollte nur gerade sagen, du steigst bestimmt gleich ein. Es wird ja in der Regel nicht die Geschäftsführung selber sein oder wird es oft nicht sein, wie überhaupt die Hinweise bearbeitet. Wahrscheinlich wolltest du das auch gerade sagen, Thomas. Ja. Genau. Also ich würde auch nicht im Übrigen empfehlen, dass es die Geschäftsleitung ist, die dies bearbeitet. Ich denke, auch da seid ihr sicherlich der gleichen Meinung. Gebe ich mal an dich ab. Ja, absolut. Wichtig ist, dass es, ich sag mal, jemand ist mit Rückgrat, der die erste Sichtung macht und der dann entscheidet, wer ist der richtige Ansprechpartner. Und wenn es den Geschäftsführer betrifft, dann muss man auf Aktionärs-Gesellschafter-Ebene dann jemand ansprechen und ansonsten eben auch dann vielleicht einen sonst nicht zuständigen Geschäftsführer ansprechen, wenn es einen wesentlichen Bereich des anderen Geschäftsführers betrifft. Also das ist wirklich dann auch Sensibilität im Einzelfall gefragt. Auch mal daran denken, falls es Aufsichtsräte im Unternehmen gibt, dass die natürlich auch vielleicht ein guter Ansprechpartner sein können, wenn es Themen mit Vorständen gibt und wenn es um Fehlverhalten von Vorständen geht. Vielleicht noch in dem Zusammenhang ein Hinweis, und das soll gar keine Werbemaßnahme sein, sondern einfach nur ein Tipp. Wir sehen das ja, wenn Sie ein sehr kleines Unternehmen haben, dann kann es genau aus dem Grund Sinn machen, die Dienstleistung auszulagern, weil Sie damit nämlich umgehen, dass Sie gar nicht anders können, als dass da jemand sitzt, der in irgendeinen Konflikt gerät oder der in irgendeiner Weise gefangen ist. Ein Dritter, der sich das vielleicht anguckt, ja, ob es der Ombudsmann ist oder ob es eine Systemlösung ist, der wird das Thema nicht haben. Also sprich, in dem Zusammenhang, wenn ich mir solche Szenarien mal überlege, tatsächlich auch mal überlegen, macht es überhaupt vielleicht doch Sinn, da nicht die eigenen Mitarbeiter zu behelligen. Dann haben wir die Frage, wie wird denn über Folgemaßnahmen informiert, wenn jetzt natürlich eine anonyme Meldung erfolgt ist? Ich glaube, das kommt dann da auf den Kanal an. Wenn eine anonyme Meldung in den Betriebsratsbriefkasten geworfen wurde, dann ist es relativ schwierig, da am schwarzen Brett einen Aushang zu machen und über Folgemaßnahmen zu informieren. Wenn man einen Ombudsmann hat, bei dem vielleicht eben auch eine Telefonnummer für Rückfragen hinterlassen worden ist, dann kann man da zumindest in einen Dialog treten. Das ist halt wirklich der unschlagbare Vorteil von einer digitalen Lösung, dass sie da wirklich sehr responsiv auch gegenüber dem Hinweisgeber immer mitteilen können, wo stehen sie gerade in den Internal Investigations, was passiert als nächstes. Und vielleicht kann ich das mit einer anderen Frage, die ich im Chat gesehen habe, direkt kombinieren. Die Frage war nämlich so sinngemäß, soll man denn überhaupt auch damit dann nach draußen gehen, wenn man Fälle aus dem System aufnimmt, wenn man die verfolgt, wenn man Fälle abschließt. Ich denke, das ist ganz wichtig, einer Belegschaft zu zeigen, dass man da auch eine Null-Toleranz-Schwelle hat und dass Hinweise ernst genommen werden und dass das eben kein Feigenblatt-System ist, sondern dass sie die Dinge hören wollen und dass sie denen dann auch konsequent nachgehen. Das hat sich, also ich kenne wirklich viele Unternehmen, die das sehr offensiv machen und es hat sich gut bewährt. Damit machen sie anderen auch Mut, sich zu melden. Erhöht auch die Bereitschaft. Das sehen wir auch. Natürlich bin ich als potenzieller Whistleblower der Zukunft motiviert, solche Hinweise zu geben, wenn ich weiß, dass das Unternehmen das ernst meint
und dass es tatsächlich auch vielleicht Verbesserungen bringt. Ne? Schwächen werden erkannt, Missstände abgestellt und so weiter. Aber vielleicht noch ein ganz kurz aller Kürze zur Frage der Anonymität. Sie haben vielleicht ja auch die EU-Richtlinie im Kopf, die dann eben sagt, der Hinweisgeber muss informiert werden. Klar, wenn der anonym ist, dann haben Sie natürlich nur insoweit die Möglichkeit, den zu informieren, wenn der sich wieder proaktiv in irgendeiner Form bei Ihnen meldet. Ja? Also sprich, da haben Sie jetzt, müssen Sie auf die Kanäle vertrauen, in denen Sie auch mit einem anonymen Hinweisgeber kommunizieren können. Wenn der aber da nicht mehr zur Verfügung steht, dann ist das für Sie auch keine Verletzung von irgendwelchen Pflichten. Wichtig ist nur, dass es abstrakt möglich wäre, für den Hinweisgeber sich das Feedback zu holen. Ja, vielen Dank. Also wir haben noch viele weitere Fragen, aber ich würde vorschlagen, dass wir diese Fragen sammeln und wir kommen gerne nochmal auf Sie zu und würden diese dann nochmal beantworten. Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme. Wir wünschen Ihnen natürlich noch einen schönen Nachmittag und vielen Dank. Danke auch von unserer Seite. Und Sie können jetzt, wenn wir sowieso noch die Fragen beantworten, Nadine, dann haben Sie natürlich auch noch die Möglichkeit wenn jetzt jemandem im Nachgang eine Frage einfällt, wenn wir sowieso in die schriftliche Kommunikation übergehen, dann stellen Sie ruhig auch noch eine Zusatzfrage. Wir sind da immer froh über jeden Austausch. Danke für die rege Teilnahme. Hat Spaß gemacht mit Ihnen. Vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Abend. Danke. Tschüss. Alles Gute.